Ida und ich sind gerade auf dem Weg zum Supermarkt Frühstück holen und ich möchte die Zeit nutzen, um euch von einem super genialen Trick für Monster Slayer zu erzählen. Und zwar, wie ihr perfekte, starke Angriffe vollführt und das total easy peasy. Das versteht jeder, das kann jeder nachmachen. Und durch dieses perfekte Timing macht man den maximalen Schaden. Es passiert nicht, dass man einen Angriff zu schnell oder zu langsam ausführt. Das passt immer super gut rein. Und der Trick, der stammt von Rocktronic, beziehungsweise er hat den aus dem Subreddit und hat ihn dann in einem Video gezeigt. Und ich möchte das für euch auch machen. Und dafür suchen wir uns gerade mal ein Plätzchen, dass ich euch das kurz erklären kann. Erstmal an der Trainingspuppe, dass ihr versteht, wie das funktioniert, und glaubt mir, das kann jeder von euch nachmachen und dann habt ihr gar keine Probleme mehr, auch bei Monstern, die gegen schwere Angriffe anfällig sind, demnächst zu bestehen. Mal gucken, wie das hier mit Ida funktioniert. Hallo Ida. So. Handy gezückt. Wir gehen jetzt erstmal an die Übungspuppe. So, und jetzt kommen wir zu den starken Angriffen. Und wie hier gezeigt wird, normalerweise zieht man den Daumen in langen Zügen über den Bildschirm. Ihr könnt das Ganze aber auch so machen. Ich guck gerade mal, wie rum das am besten funktioniert. Indem ihr einfach euren Daumen auf das Display setzt und dann Kreise zieht. Den nicht absetzt, sondern einfach nur im Kreis über den Bildschirm geht. Und so zählt das immer für einen starken Angriff in super Timing. Es bricht nicht ab, man ist nicht zu schnell, nicht zu langsam. Es funktioniert einfach grandios. Mama. Und im Prinzip war das schon der Trick. Genauso könnt ihr das nachmachen. Einfach kleine bis mittelgroße Kreise auf dem Display. Ich mache das mit dem Daumen nachziehen, aber wir gehen trotzdem noch ein paar Schritte, suchen uns Monster. Und da zeige ich euch das gerade nochmal, wie das dann in der Praxis bei einem Monster funktioniert. So, hier haben wir Kandidaten Nummer 1. Wir wählen das Stahlschwert und ihr seht, verwundbar durch starke Angriffe. Und jetzt probieren wir das. So wie eben, wenn die Kamera denn will. So seht ihr, glaube ich, beides. Mal gucken, vielleicht so. Ja. So, wir starten den Kampf. Es geht los und ich drehe die Kreise. Wichtig ist, wenn der Gegner angreift, müsst ihr den Daumen kurz heben und für den Block neu setzen. Ihr könnt nicht weiter drehen oder den Daumen einfach auf dem Bildschirm lassen, sondern kurz anheben und für den Block neu setzen. Drehen, anheben, Block setzen. Und dann anheben und weiter drehen. Und das war's. Es ist einfach genial. Es ist einfach genial. So, wir suchen uns ein weiteres Opfer. So, wir haben Kandidatin Nummer 2. Ich lasse jetzt mal Tränke, Bomben und alles weg. Ihr seht, starker Angriff. Wir legen los und ich drehe meine Kreise. Da ist kurz anheben, weiter drehen, 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 kritten, blocken, drehen, 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 kurz anheben, blocken, drehen, ja, drehen, drehen, anheben, blocken, anheben, drehen, drehen, drehen. Es ist einfach zu einfach. Ja, okay. Hat nicht gereicht, aber ihr seht, wie simpel es ist. Einfach drehen. Einfach den Finger, ich mache es mit dem Daumen, im Kreis drehen und so starke Angriffe ausführen. Perfekt getimed, maximaler Schaden, super simpel. Und so habt ihr zukünftig keine Probleme mehr damit. Ich hatte überlegt, mir noch ein drittes Monster zu suchen, aber... Alles gut, Ida? Noch ein drittes Monster zu suchen, aber ich glaube, das ist so für jeden verständlich. Übt es einmal an der Trainingspuppe, dann habt ihr es drin. Geht dann zum ersten Monster und ihr seht, es funktioniert. Was denn, Ida? Ja. Ja, die Kamera ist das. Ihr seht, es ist super einfach. Ihr könnt das spielend nachmachen und ich wünsche euch viel Spaß bei der Monsterjagd. Wir sind jetzt beim Supermarkt. Und gehen jetzt lecker Brötchen kaufen. Tschö, Ida, sag mal tschö. Tschö. Sag mal tschö. Tschüss.
Ida winkt. Das ist Idas Winken übrigens. So. Tschüss. Tschüss. Ein Träumchen.